Ja, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Stranded. Heute wollen wir im Quest-Büchlein weitermachen. Basic Survivals. Sorry, dass ich mich ein bisschen scheiße anhöre gerade. Ich bin krank. So, hier das wollten wir Need Water machen. Dafür brauche ich Dust. Ich hatte mal einen Hammer. War der hier in der Kiste? Nee. Hier. So. Wenn es so weitergeht, erfriere ich gleich. Und jetzt sollten wir hier Clay haben. Genau. Clay haben wir auseinander. Haben jetzt vier Stück. Wir brauchen Porzellan. Das bedeutet. Porzellan, Clay. Wir brauchen Asche, Bone Meal. Bone Meal habe ich, Asche kann ich machen. Und zwar, indem ich. Habe ich hier noch Holz? Ja. Wir brauchen nämlich auch noch ein bisschen mehr. So. Dann machen wir uns jetzt nämlich gerade mal Asche. Oh, wie geil, man sieht das ja einfach, wie lange das noch dauert. So, jetzt haben wir hier einen Asche drin. Wir brauchen. Jetzt lasst mich nicht lügen. Drei. Gut. Und das reicht dann auch erstmal. Hier das machen wir dann mal gerade eben rasch. Okay, Asche, O'Neill, Clay. So, und jetzt sollte ich hiermit ein Unfired Bucket machen können. Und jetzt gehen wir hier nämlich zum Beispiel mal raus wieder. Und jetzt können wir hier in den Crucible nämlich das hier alles so reinpacken. Dafür muss ich hier allerdings noch mal kurz anpflanzen. Und ich setze mal ganz kurz einen Cut. Ich bin sofort wieder da. Und herzlich willkommen zurück. Ich habe mir gerade einen Impressive Crook gemacht. Damit wollen wir jetzt hier mal die ganzen Setzlinge und so wegmachen. Also rausholen. Die Leafes wegmachen. Aber eine Sache würde ich gerne trotzdem noch ausprobieren. Wie viel haben wir jetzt? 11, okay. Wo haben wir denn unsere Schere reingetan? Oder generell können wir die infested Leafes da reinpacken? Das würde mich nämlich jetzt mal interessieren. Nee, können wir nicht. Wir können dann nur die Setzlinge reinpacken. Und er ist voll. Gut. Trotz allem machen wir hier noch ein paar weg. Weil ich bekomme Äpfel und ich habe was gesehen, was wir machen können. Wir können Äpfelbäume, glaube ich, machen. Indem wir die Äpfel mit den Setzlingen zusammen craften. Probieren wir doch einfach mal. Okay, gerade funktioniert es nicht. Was können wir denn mal gerade eben wegschmeißen? Hier, die eine Stufe, die brauchen wir nicht. Und dann gucken wir mal gerade eben nach.
Also können wir, das können wir anscheinend doch nicht machen. Naja, egal. Und da werde ich mir dann noch mal ein paar Sachen zu angucken. Vielleicht wird das ja auch von der Quest her irgendwann so sein. So, dann reißen wir hier mal gerade eben auch das Holz weg. So, oh, ich muss wieder niesen. So, ich bin halt erkältet derzeit. So, Moment mal, hier nehmen wir mal unseren Bucket. Müssen wir den Bucket vielleicht erst brennen? Was passiert, wenn ich das hier, da, hier und so? Ja, dann brennt der Unfire Bucket. Dann wird er durchgeschmolzen. So, gut. Jetzt haben wir ein Bucket. Da können wir mal gerade eben das reinpacken. Da wieder das, weil wir noch mehr Asche brauchen. Schon so einfach an sich. Und jetzt haben wir es, glaube ich, ne? Need Water. Jetzt bräuchten wir ein Crucible und Lava Backe, bliblablub. Wo sind denn meine Items jetzt? Ah, okay, hier unten liegt. Was? Da packen wir dann mal einfach das so wie ein bisschen rein, was hier halt alles noch reinpasst. Sammeln das dann hier ein. Empty Canton. Und Oak Saplings, ja gut. Even hotter. Das ist für Lava. Da brauchen wir ein Unfired Crucible und dann Lava Bucket. Was ich jetzt allerdings erstmal mache. So. Und ja. Hier haben wir nochmal drei Ash. Wir brauchen für den Unfired aber mehr, ne? Crucible. Hier, Unfired Crucible brauchen wir 7. Okay. Und wir brauchen eh noch mehr Clay. So. Und mir ist wieder richtig heiß. So, jetzt wird mir nämlich auch kälter durch das Wasser, weil wir da drin stehen. Ich bekomme keinen Hyperthermia, Gott sei Dank. Auch wenn die Flamme immer noch bedrohlich wackelt. Und wir gehen mal wieder hoch.
Hier ist 5 Asche. Aber wir brauchen noch mehr Clay, ne? 120. Insgesamt brauche ich 7 Clay. Das bedeutet, wir müssen hier 16, 8, zack. 5. Okay, wir müssen noch mehr reinklatschen. Okay. Gut, und mehr geht so oder so nicht. Das bedeutet, oh mein Gott, der hat ein Quarzkristall da hinten. Vielleicht bekomme ich ja was Gutes. Shit, ich habe nichts mehr zu essen. Doch, ein paar Äpfel. Kann nicht mehr reinhauen. So, wie weit bist du denn? Du bist weit genug. So, und 21 davon. Ich haue mal die Sporen raus. Wie einfach das Blut da weiter so drüber geht. So, das, das. So, 9 Stück. Hier, du solltest auch fertig sein. So, und jetzt können wir das, das und das zusammen craften zu 7 Stück und einen Unfired Crucible machen. Diesen Unfired Crucible muss natürlich noch hier rein. Wo ist denn mein Holz hin? So. Das mal aufmachen. So, so. Und ich gehe jetzt noch mal gerade eben kurz raus, hier einen Baum kloppen. Zumindest 2 Holz abkloppen, dass ich, oder 4 eher gesagt, sind sogar noch besser. Das war ein geiler Move.
Chappelle, gut. Ups, gut, falsch gesetzt. Ist mir jetzt aber auch gerade relativ egal, weil ich brauche noch eine Sache. Ich brauche so ein Ding. So, weil ich heute das mit dem Crucible nochmal komplett fertig machen möchte. So, wir brauchen nämlich eine Holzkohle. Die muss ich aber abbauen. Oak Chest, oh, die setzen wir dann nämlich einfach noch hier hin. Und hauen da alles rein, was ich gerade nicht brauche. Eine Carcoal. So. Hier. Das. Jetzt habe ich nur noch genau ein einziges Problem. Den setzen wir am besten hier einfach. Nee, das ist auch doof ans Holz. Das fackelt mir nämlich weg. Wir gehen mal runter. Obwohl, nee, wir setzen uns den hier hin. Und zwar exakt hier, direkt neben der Tür. Ach, scheiße, da ist kein Platz. Dann setzen wir uns den. Hier ist so hin. Jetzt haben wir den Crucible gesetzt. Jetzt brauche ich Stein. Stein bekomme ich, indem ich Erde durchsiebe. Erde durchsieben muss ich erstmal Erde machen. Ich würde sagen, das war's mit diesem Part. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.